Und damit welcome back, werte Survival-Fans, zu einer weiteren Moskito-geplagten Folge If Sunsets. Schön, dass du da draußen wieder mit am Bildschirm klebst und ein großes, fettes Merci geht raus an all die Leute, die das letzte Video positiv bewertet haben. Vielen lieben Dank. Ja, Freunde, die Nacht steht bevor. Es ist 17.45 Uhr und das wird jetzt die erste Nacht sein, wo wir angegriffen werden. Und da ich nicht weiß, wann jetzt offiziell die Nacht anbricht, würde ich jetzt sagen, dass ich mich vielleicht mal ein bisschen vorbereite. So, dass ich vielleicht nochmal so ein paar Pfeile mache, die Fallen, die letzten noch aufstelle. Dann habe ich mir gedacht, dass wir vorne noch ein Tor aufstellen. Das, au. Vorsichtig. Hier muss ich vorsichtig sein. Ich merke das schon. Aber hier vorne würde ich gerne noch ein Tor aufstellen. Ich hatte eigentlich gesagt, ich lasse hier offen, damit die alle hier wirklich reinkommen. Aber sicherheitshalber stelle ich jetzt schon mal eins auf. Ich kann es ja rein theoretisch. Kann ich es ja aufmachen. So vielleicht. So. Das ist schon mal gut. Grundsätzlich kann ich es aufmachen, aber wenn es mir dann au, zu viel wird, kann ich halt auch schließen. Und ich dachte mir, wenn die dann angreifen, dann gehe ich vielleicht hier hoch auf die Erhöhung und schieße dann von dort aus. Das muss ich jetzt nochmal gucken. Ich würde jetzt hier vielleicht nochmal irgendwie so ein Dorngefecht hinsetzen. Falls die versuchen, es irgendwie da hoch zu glitschen. Kann das nicht schaden, wenn ich hier auch nochmal so ein bisschen Verteidigung habe. Weil ich weiß halt nicht, ob die hier durchkommen. Das weiß ich nicht. So, hier würde ich dann jetzt erstmal... Ja, ich weiß nicht. Komme ich hier hoch? Hier komme ich auch hoch. Ich muss halt dann wirklich super vorsichtig sein. Ich stelle jetzt hier nochmal eins hin. Dann mache ich jetzt einmal das Tor auf. Ich will das jetzt mal so ausprobieren. Aua. Aua. Mache ich jetzt hier das noch hin? Ich muss mal gucken. So. Notfalls kann ich immer noch spontan, während sie angreifen, kann ich nochmal was hinbauen. Aber ich hoffe mal, dass sie so hier lang kommen. Das wäre ganz geil. Müssen wir mal schauen. So, dann hätte ich gesagt, schaue ich jetzt, ob ich hier noch ein bisschen Stein finde. Au. Aua. Ah, muss schon hart aufpassen hier. So, hier habe ich nochmal ein bisschen Stein. Das nehmen wir noch mit. Blutung habe ich auch. Sehr gut. Kann auch mal schauen wegen Verbände, theoretisch. Dann haben wir nochmal ein bisschen Gratisholz. Das nehmen wir auch noch mit. 18.20 Uhr. Wie gesagt, ich weiß nicht, wann die angreifen. Ich glaube, ich darf mir jetzt auch nicht zu viel Zeit lassen. So, dann hätte ich gesagt, auf jeden Fall nochmal ein paar Pfeile machen. Ja, das reicht erstmal. Ich habe jetzt nicht mehr so viele Stöcke. Ich weiß auch nicht, ob ich noch Stöcke in der Kiste habe. Habe ich hier noch Stöcke? Nö. Okay, wie mache ich Verbände? Beziehungsweise, wo macht man Verbände? Hier, Verband für Blutungen. Palmblätter, Blumen und Beeren. Da könnte ich jetzt einen machen. Gibt es noch irgendwas anderes zum Heilen? Also ich mache jetzt mal Blumen und Palmenblätter. So. Dann machen wir hier nochmal eine Bandage. Dann muss ich schauen, dass ich das unten im Quickslot habe. Also, ja, bauen will ich schon noch Äftel. Das brauche ich jetzt erstmal nicht. Dann machen wir hier mal Verband hin. Das zum Essen wäre nicht schlecht. Da kann ich mich dann auch hochheilen. Und eigentlich dieser rote Trank, aber dafür habe ich jetzt keinen Slot mehr frei. Ich mach's mal auf die 1. So. Dann vielleicht noch einmal speichern. Jawohl, nee, ich speichere jetzt nicht. Ich speichere jetzt nicht. Ich schaue mal jetzt erstmal den Angriff an.
dann so abläuft. Essen können wir aber nochmal was. Sophie ist auch mit dabei. Leben ist wieder da. Trinken passt. Pfeile habe ich. Au. Oh Mann. Das ist sehr knapp bemessen. Jetzt ist halt die Frage, wann greifen sie an? Ist es wie bei, keine Ahnung, Seven Days to Die, dass die erst um Mitternacht kommen? Oder vielleicht schon ein bisschen früher? Wie läuft das hier ab, ist die Frage. Zugebaut habe ich jetzt. Vielleicht passiert auch kein Großangriff so an sich, dass die jetzt hier reinrennen, sondern dass einfach nur Untote überall verteilt sind. Das kann natürlich auch sein. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich würde gerne eigentlich noch Fasern sammeln gehen. Das wird jetzt aber schon dunkel. Es wird schon dunkel. Oh, geht schon los. Und die spawnen direkt in meiner Base. Ja, geil. Mega. Wow. Okay, krass. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Oh mein Gott. Okay, ich muss definitiv mit den Pfeilen arbeiten. Und vielleicht nicht selber reinrennen. Oh mein Gott, wie viele sind das? Holy shit. Wir müssen da kämpfen. Okay. Okay, einfach tanzen. Einfach tanzen. Ich glaube, das ist so das Beste. Einfach so ein bisschen um die Fallen rumtanzen. Muscheln essen. Geht 5 Minuten der Angriff. Okay. Die haben schon gut zu tun da hinten anscheinend. Oh, warte. Und Bogen. Sind jetzt nicht so krass stark. Das geht. Aber die Menge macht's halt aus. Die Menge macht's. Einfach tanzen. Oh Gott. Okay, die Fallen halten aber sehr lange. Das ist gut. Aua. 4 Minuten muss ich tanzen, alles klar. Im Tanzen bin ich geübt. Oh wow, da kommen sogar welche, die fliegen können. Krass. Bisher geht's ganz gut. Ich weiß nicht, ob nicht sogar Nahkampf besser ist vielleicht. Wie gesagt, so viel halten die jetzt auch nicht aus. Boah, krass. Komm zu mir. Aua. Zwischendurch mal wieder was essen. Was vorschießen hier. Okay, damit habe ich null gerechnet. Das funktioniert aber an sich schon mal ganz gut hier. Das ist eigentlich so die beste Anlaufstelle hier. Das geht, das geht. Hälfte haben wir schon. 178 Tote schon. Wow. Das bringt ordentlich Erfahrung. Schön, wie sie hier stecken, das gefällt mir. Okay, krass. Haben wir noch einen Flattermann ums Eck? Dann werde ich nicht treffen. Die Nacht kommt wieder auf dich zu. Nächste Welle.
Die spawnen einfach mitten in meiner Base. Was ist das denn? Okay, das ist die nächste Welle. Die letzte Welle, würde ich mal behaupten. So, Fee ist erschöpft. Fee kann ruhen. Na komm her. Das ist hier auf jeden Fall mein Lieblingsspot. Boah, nach vorne geht's ja richtig ab. Alter! Jetzt da die Granate reinwerfen. Was ein Traum. Und hinter mir ist niemand. Gut. Okay, ich weiß auf jeden Fall, wie das jetzt hier abläuft. Dementsprechend kann ich die nächsten Fallen vielleicht planen. Die nächste Nacht. Aber an sich kann ich sagen, läuft es ganz gut. Außer, dass ich immer wieder in meine eigenen Fallen reinlaufe. Aber es lässt sich halt leider nicht vermeiden. Gleich geschafft, Leute, gleich geschafft. Geil. Yes. Die Nacht verblasst. Getragenes Langschwert, Knochen, Uhrensäbel und Niveau ist gestiegen. Yeah, das Niveau steigt. Und auf einmal früher Morgen. Okay, krass. So, zum Looten gibt's nichts. Man kriegt einfach nur eine Standardbelohnung. Das ist okay. Wir waren jetzt hier Demolition. Beziehungsweise wir können auch verschieben. Das finde ich auch ganz gut. Dann können wir das jetzt erstmal hier so hinmachen. Aua. Wow, okay, krass. Das war die erste Nacht. Es hat schon in sich an sich. Die Frage ist nur, wie baut man jetzt am blödsten eine Falle auf, sodass man nicht viel tun muss? Also rein theoretisch könnte man so eine Art Tower bauen, Türmchen, wo ich dann ganz oben in der Mitte bin und drumherum alles fallen. Da kommen sie dann auch nicht ran. Was jetzt auch interessant wäre, wie viel Schaden haben die gemacht an den Strukturen? Kann man das irgendwie sehen? Ich glaube nicht. Ah, doch, sieht man. Okay, schon ein bisschen. Man könnte vielleicht reparieren. Brauche ich wahrscheinlich den anderen Hammer für. Okay, krass. Das hat schon in sich. Nichtsdestotrotz, überlebt habe ich ganz gut. Jetzt muss ich mir nur noch überlegen, wie ich die nächste Nacht dann gestalte. Nur noch zwei Muscheln. Essen brauche ich eigentlich auch. Kann man, glaube ich, auch gut arbeiten mit den Fallen. Hier alles vollklatschen mit Fallen. Aber ich weiß nicht, ob die dann hier direkt drin spawnen. Hier dann den Gang so offen lassen. Komme ich hier eigentlich so hoch? Nee. Muss ich mir überlegen. Ich brauche auf jeden Fall nochmal viele Stöcke. Dann nehmen wir jetzt nochmal den Bauhammer. Mal schauen, ob wir da jetzt hier schön reparieren können. Obwohl, kann ich das mit dem auch? Kann ich auch. Eigentlich brauche ich den Bauhammer dann gar nicht. Zwei Holz braucht das wieder. Okay, das sieht eigentlich noch relativ stabil aus. So viel Schaden nehmen die Fallen dann tatsächlich auch gar nicht. Der hat gut Schaden genommen hier. Aber ist klar, der war an der Front. Das nimmt dann schon dementsprechend mehr Schaden. So. Tor ist an sich stabil. Was
hat an sich alles gut funktioniert. Uftata, erstmal was trinken. Erstmal ein bisschen Rum reinkippen. Hervorragend. Ich habe nur eine Blutung von einer Minute, das ist schon krass. So, grundsätzlich. Also hier waren schon echt viele. Aua. Das hier fand ich auch super. Das würde ich an sich einfach so lassen. Da würde ich jetzt auch nichts dazustellen, weil sonst laufe ich dann wieder rein. Die ganze Zeit. Au, wie viele Pfeile habe ich denn eigentlich? 53. Aber im Nahkampf gehen die auch ganz gut, muss ich sagen. So, was haben wir denn jetzt gekriegt? Wir haben einen Säbel bekommen. Der macht 6 Schaden. Das ist schon mal ein bisschen besser. Er macht halt keinen Crit. Der Angriffsbereich selber ist gleich, aber halt kein Crit. Und ich bin schon Fan von Crit, muss man sagen. Was haben wir hier? Langschwert. Auch nur 6 Schaden. Jetzt brauche ich erstmal wieder ein bisschen Werkzeug. Okay. Ja, diesen fetten Stock, glaube ich, den lasse ich jetzt doch mal zu Hause. Das dauert einfach zu lang, bis er zuschlägt. Da bin ich jetzt nicht so der Fan von. So, das heißt, das erstmal rüber, das erstmal rüber, das rüber. Die Angelrute mache ich jetzt erstmal rüber. Weiß nicht, ob ich... Ich muss schon relativ leeren. Das nehme ich jetzt mal mit. Knochen lass mal da. Diele lass mal da. Wenn alles unterwegs jetzt holen. Ich möchte jetzt nochmal so eine kleine Tour machen. Nur ein bisschen Stuff ranholen. Was wird das hier? Kiefernzapfen. Essen brauche ich ja auch noch. Nehmen wir nochmal ein paar Bananen. Die können wir vielleicht mitnehmen. Kommen wir über den Tag mit Bananen, das geht auch. So, 39 Kilo, das ist doch perfekto. Speichern wäre nicht schlecht. Ist die Nacht geschafft, müssen wir gleich speichern. So, speichern. Yes. Essen. Also ich brauche auf jeden Fall was zu essen. Vielleicht ja, kommt mal ein bisschen Fleisch zutage. Mal gucken, je nachdem. Also ich hätte heute eigentlich gesagt, dass ich mal hier so ein bisschen nach oben laufe. Wahnsinn, oder? Ah, krass. Eigentlich wäre diese Fläche hier super geil. Weil hier könnte man halt einfach sagen, man baut sich hier so ins Eck ein. Wisst ihr, wie ich meine? Man baut sich hier so im Eck ein, so einen kleinen Tower, wo man so ein bisschen erhöht ist. Und dann knallt man alles voll mit Fallen. Das ist eigentlich, glaube ich, ideal für sowas. Das könnte man echt sagen, dass man das macht. Aber dafür brauchen wir jetzt erstmal Material. Hier so ein Eck. Dann hier alles voll klatschen mit Fallen. Das, glaube ich, gefällt mir am besten. Muss ich auch nicht so rumrennen. Rumtänzeln. Das kann ich mir dann sparen. Schauen wir mal, was können wir denn jetzt Schönes bauen?
und ein Dreieck und ein Normal. Hier dann so eine Erhöhung. Also ich würde vielleicht tatsächlich dann anfangen. Okay, auf jeden Fall, ich brauche Holz. Okay, ich brauche Holz. Dann machen wir erstmal die Tour, hätte ich gesagt. Tour the Wood. Oh, viel Wood. Holz und Äste. Das ist das, was wir jetzt brauchen. Und dann nehme ich euch jetzt mit, hätte ich gesagt. Das ging ja nicht, ne? Okay. Ach, ist das schön. Und tagsüber hat man irgendwie immer schön Wetter, ist geil. Wir machen jetzt einen kleinen Abstecher hier nach oben, aber so grundsätzlich hätte ich gesagt, den Stuff fürs Bauen holen wir dann hier unten. Hier nehmen wir natürlich mit, was da ist. Ich denke mal, dieses Massivholz können wir auch noch irgendwie verarbeiten zu Stöcke. Das müsste eigentlich auch funktionieren. Ding, 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 ding. Das hier auch abbauen. Ja. Hier ist auf jeden Fall viel Stein, was man nicht abbauen kann. Was super schöne Aussicht hier, Leute. Spiel an sich hat schon so seinen Charme. Also wenn man hier noch ordentliche Arbeit reinsteckt, dann könnte es auch was draus werden. Aktuell, ja, fühlt es sich halt einfach wirklich an wie so ein Early Access Titel. Ist halt einfach so. Muss noch viel gemacht werden, vor allem die KI der Feinde. Das muss noch mal ein bisschen überarbeitet werden. Eher so Piratenmusik wäre ganz cool. Ich füge es ja für euch immer separat noch mit ein. Also ich spiele das Ganze hier ohne Musik. Oh, Banana. Apropos Banana. Mal ausrüsten. Oh, Banana Joe. So. Heiltränke wären halt noch geil. Guck mal, man kann hier sogar hoch. Hoffe ich. Ach so, nee, das ist wieder der Fall, wo man dann hier sich nicht festhalten kann, um sich hochzuziehen. So eine kleine Kletterpartie wäre auch ganz cool, wenn man hier so richtig schön klettern könnte. So wie in Palworld. Oh, wer bist du denn? Alter, der Daywalker-Riese. Boah, Alter. Hier gibt Kelle. Auf die Schelle folgt die Kelle. Hä? Er löst sich auf. Bin ich aus der Range? Ich muss jetzt schon fast echt mal so einen Trank trinken, ne? Erstmal hier hin. Der hat schon ein bisschen mehr auf dem Kasten hier. Hat der wieder Full Life? Ach du Scheiße. Ich muss hier oben bleiben. Aber der ist langsam. Riesen sind langsam. Das ist mein Vorteil.
Dementsprechend kann man den schon machen. Man muss halt immer auf Ausdauer achten. Da hinten ist was Interessantes. Los, Fee. Mach was. Jetzt auch mal mit Nahkampf probieren, damit ich hier nicht alle Pfeile verballer. Blockt auch. Raffinierter Typ. Jetzt hat er Kopfschmerzen. Yeah, Baba. Niveau gestiegen. Sehr gut. Was hat er denn dabei? Oh, Federstiefel. Was haben die denn? 11 Rüstung. Wow. Give it to me. Ja, nehmen wir das auch noch mit. Das alte Klump. Okay, hat sich schon mal gelohnt. Neue Stiefel, mehr Rüstung. Hier haben wir nix. Hier können wir aber durchgehen. Es macht schon Spaß, das Erkunden. Muss man schon sagen. Oh, haben wir hier einen schönen Ausblick. Wahnsinn. Ansonsten ist hier nichts. Okay. Hier wollte ich noch schnell hin, bevor die Folge vorbei ist. So, Fee kann mal kurz ruhen. Wenn sie wieder auflädt. Oben. Uninteressant. Banana Joe. Oh wow, das Tal der Riesen, da bin ich raus. Tal der Riesen bin ich raus. Gegen einen kein Problem. Kann man austänzeln. Hätte man eine schöne Hülle machen können. Ach cool, das ist ein bisschen Teil. Ach, die Aussicht, Leute. Wie schön. Verleihung. So weihen wir es ein. Nehme die nächste Nacht auf jeden Fall mit. Das bringt immer sehr gut Erfahrung. Wow, Kiefernzapfen. Was ist eine Belohnung? Ein bisschen Öl und Jerky. Sehr viel Öl. Oh, das ist eine geile Aussicht, ey. Schaut mal da hinten beim Wasserfall. Irgendeine Lichtquelle. Das Level-Design selber gefällt mir echt gut bei dem Spiel, muss man schon sagen. Hat was. Dann überall so kleine Wege. Fasern nehmen wir jetzt auch noch mit. Zack, die Bohne. So, man kann hier hin teleportieren. Warum? Was gibt's hier Besonderes? So, Axt müsste jetzt gleich durch sein. Hinaus. Ne, ist nix. Ich hoffe, mein Plan funktioniert dann, wenn ich mich da einkessel
Scheiße wäre es natürlich, wenn die Gegner genau dort spawnen, wo ich dann eingekesselt bin. Das wäre ein bisschen fies. Na gut, okay, das war's mit dem Ausflug. Das heißt, ich werde jetzt dann nochmal für die nächste Folge Holz hier ranholen. Rohstoffe, alles im Dschungel, vielleicht mal ein bisschen Fleisch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich bei euch da draußen recht herzlich fürs Zusehen. Und wenn ihr mich ein bisschen supporten wollt, ihr wisst es ja, lasst einmal den Daumen da, schreibt einen netten Kommentar. Jetzt wünsche ich euch noch einen erfolgreichen und lässigen Tag. Bleibt sexy und geschmeidig. Bis zur nächsten Folge. Tschüssikowski.